so behindert, dass man nicht mit dem Analogstick zoomen kann. Keine Ahnung. Ja, das ist richtig scheiße irgendwie. Und guck nochmal auf die Map, wie gesagt. Und dann macht ihr am besten mal so einen Wegpunkt. Ja, das ist hier direkt da rein, wo die Wache steht. Ja. Und dann da hoch. So, und das? Landet vielleicht so, ne? Da müssen wir hin. Da müssen wir dann hin. Aber was sind denn die Kreise dann noch? Für die anderen. Wahrscheinlich, wenn man irgendwie Alarm und dann kommen die alle dahin. Okay. Es gibt zwei Landepunkte, vielleicht muss man... Nee, das ist der ja, wo wir gestartet sind. Achso. Stimmt. Und daraus wäre dann ja ganz gut. Okay, das ist der Neueste. Dann macht ihr mal ein bisschen auf den Weg. Ein Betäubungspistol ist halt mega nice, wenn man direkt den Head trifft. Oh ja, dafür ist das Fadenkreuz allerdings irgendwie ein bisschen scheiße. Ja. Aber es macht mega Laune. Oh ja, es bringt richtig Spaß. Auch zum Zugucken, jetzt wo ich gerade neben sitze und für euch wahrscheinlich. Man muss halt so ein bisschen. Wenn wir euch nicht allzu doll auf die Eier gehen. Ja, das ist natürlich auch immer möglich. Also pass auf, hier geht's. Da vorne standen ja auch noch einige Wachen. Gehen wir weiter runter. Oh. Hab ich gerade geschafft? Nee. So, da ist nur der eine Boy. Da drin mehr, ist noch einer. Der kommt wieder hoch. Oder? Nee, noch geht er weiter runter. Die Meterzahl. Geh mal am besten weiter an die Ecke oder so. Ich glaube, von hier ist richtig scheiße die Posi. Hier ist alles scheiße, weil hier auch einmal Licht ist. Ja, aber an die Ecke, weißt du? So, jetzt nach rechts um die Ecke. Das ist wenigstens etwas. Uiuiuiui, der guckt aber ganz schön gut hierher. Also hier ist nämlich ganz gut. So, guck mal, wo der Eingang ist. Ich weiß es nicht so ganz. Da hinten ist noch einer. Naja, markier den am besten mal. Meine Katzen machen gerade im Flur Randale, wie ich höre. Ist ja jetzt echt hinterm Schild, dass wir ihn nicht markieren können. Ich sehe dich. Ah, da erwischt er. Oben auf dem Turm ist keiner. Nee. Sind hier echt nur zwei? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee, drin ist ja noch einer rumgelaufen. Ja? Also einer ist auf jeden Fall noch da. Ich nehme jetzt mal ein bisschen hinterhergehen. Gefährlich. Aber du kannst versuchen, so rumzugehen. Weil da ist ja auch alles ziemlich dunkel, das ist eigentlich. Vor allem, ich würde dann fast nochmal von oben, dass du da hochkletterst und dann nochmal guckst. Weil. Ah, da drin. Ja. Gewinn, nice. Ja, das müsste es jetzt eigentlich gewesen sein. Ja, vielleicht noch irgendwo was links, Richtung Ablegzone. Da so? Ja. Dass da noch irgendwas ist. Ja, da ist halt nur offenes Gelände, ich wüsste nicht, warum da Wachen sein sollten halt. Ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wenn da die Landezone sein soll. Egal. Keine Ahnung, vielleicht bemerken die es hier gleich dann irgendwie in der Wache. Ja. Ich würde die auch ganz gerne hier alle ausschalten. Weil ich glaube, noch eine neue weiter von oben kommt keine mehr nach. Aber sonst so. Sonst versuch dir nochmal mit der Betäubungspistole zu geben, aber versuch wirklich genau den Herd zu treffen, weil sonst du hast. Ja, halt das Problem ist, der andere marschiert da ja auch manchmal so rum. Weil ich meine, guck dir das Fadenkreuz an. Ja. Jetzt. Jetzt. Those tranquilizer rounds are only good for putting your target to sleep. They won't help you break anything. Okay. Kannst du dich da weiter unten irgendwie verstecken? Na, ja, pass auf, du bleib lieber ruhig. Und dann fick ihn gleich, wenn er zurückgeht. Ja, ja. Weißt du? Ich will auch mal gucken, weil der Typ da, der kommt ja da manchmal näher zum Zaun. Und dann ist halt auch nicht so cool. So, mal jetzt. Nee, der ist zu dicht da dran. Denn sonst geh er jetzt einfach andersrum. Dann lass ihn jetzt einfach am Leben. Geh weiter, ich glaube, das bringt uns dann mehr. Oh shit. Boss, we've been in touch with Amanda. We had her listen to Chico's call for help. She agrees with us. Der aus dem Zaun raus. Aber der innen hat mich gesehen. Geh mal weiter auf den Boden. Sounded a little too cheerful to me. Aber nicht runterfallen. Nee, du. Wie ich bei Far Cry. Ja, wer sieht. Der im Zoom. Oh, shit. Ja, wo soll ich denn hin? Geh hoch. Da ist ein Busch. Ich bin der Mann im Busch. Busch? Er kann dich nicht sehen, es ist ein kleiner Busch. Hä? Okay, das ist jetzt unlogisch. Kannst du. Da ist kein anderer mehr. Oben irgendwas?
Nee, nee, das ist der, weil der seinen Pfeil auflenkt. Geh mal weiter hoch. Kann sich oben verstecken. Ja, guck, weil da drüben ist noch ein Haus. Vielleicht sind da noch irgendwelche drin. Weißt du, wir müssen wahrscheinlich da jetzt rechts, wo du gerade hinguckst, irgendwie so ja, da die dann absetzen, so. Mhm. Und. Okay, ich glaube, solange der da am Blinken ist, ist der so ein bisschen mehr auffällig. Und da ist übrigens das Tor, wo es reingeht. Ja. Ah, die sind jetzt beide gerade draußen, ne? Mhm. Kletter runter und jump rein. Das ist schlicht. Hä? Geh runter, geh einfach schnell runter. Über die Leiter. Da kannst du nicht runter. Oder so. Nice one. Jetzt geh auf eine Kiste und jump einfach rein. Was? Digga, das regt mich gerade richtig auf. Geh einfach auf die Kiste und geh rein. Dann haben wir das doch. Da kann ich nicht rein, da Stacheldraht. Ich schwör's dir, da kann ich nicht rein. Gehst du einfach raus. Ja, funktioniert. Das ist voll bescheuert, Mann. Über Stacheldraht kann man immer rüberklettern. Ich glaube, dann bist du jetzt gleich ein bisschen bad position. Ja. Aber geil, dass sie echt so programmiert sind, dass sie in echt nochmal vorkommen. Ich kill jetzt den von hinten gleich. Okay. Pass auf, aber der andere kommt dann wahrscheinlich. Oh shit. Jetzt musst du schnell machen. Alles easy. Information am besten nochmal. Ich hasse diese Taste, ne? Das ist nur wieder scheiße. Okay, so, dann kill ihn jetzt und dann musst du ihn nämlich irgendwie wegschleppen, weil der andere kommt, glaube ich, hinter dir her. Oder nee, der hat nur geguckt. Trotzdem versteckt ihn mal irgendwie ein bisschen. Ja, der Blutfleck ist ja natürlich ganz unauffällig, ne? Ja, das kennen wir aus den meisten Spielen, das merken wir nicht. So, oh, hier war nie jemand. Ja, ich weiß nicht, wie das in Metal Gear Solid aussieht. Und die liegende Waffe natürlich auch nicht, ne? Ey, die lag da schon immer. Ich glaube, der Typ geht jetzt nämlich wieder rein. Aber warum joggt der so hässlich? Weil er denkt irgendwie so, oh mein Gott, die Geisel. Die Geiseln. Ja, ja. Digga, ungelogen, ne? Was hat denn der Boy für Augen? Er ist ein Adler. Brr, ich kann das nicht. Er kommt. Lauf. Lauf einfach andersrum, vielleicht kannst du den anderen dann geben, weil ich glaube, von da ist sowieso besser. Weil er geht ja jetzt bestimmt gleich wieder rein. Oder er kommt, ich weiß er es kommt nicht, der dir. Typ ist immer noch ein mega. Ja, aber kommt zu dir. Dann ist schlecht. Du musst halt echt aufpassen. Wenn er an dir vorbei joggt, geh auf die andere Seite rüber. Jetzt fick ihn von hinten. Nice. Nochmal Informationen. Yep. Diesmal sogar gleich richtig. Ja. Das ist das westliche Flüchtlingslager hier. Ja. Okay, jetzt töten. Warte, standen nicht vor die ganze Zeit östliches Flüchtlingslager? Nee, ich glaube nicht. Doch, doch, ich glaube schon. Fick ihn einfach, Mann, und guck gleich auf die Map, dann weiß ich es ja. So, dann den auch nochmal bitte verstecken. Oder ist der eine Kopf ein bisschen weit draußen? Oh, ein bisschen. Oh, ist ja schon mal mega nice. Ja, meine Opfer. Okay, dann fick die restliche Geißel da noch. Was ist denn da jetzt noch? Das westliche Flüchtlingslager, hä? Ja, aber das ist ja hier schon richtig. Ja, ja, klar. Wahrscheinlich gibt's ja dann einfach nur mehrere. Ist ja einmal ganz rumgelaufen, oder was? Hä? Ja, der Boy, weißt du? Das, keine Ahnung, dass er meint, das ist das westliche Flüchtlingslager hier. Das hat er ja gesagt. I don't know. Nee, ich auch nicht. Egal. So, den musst du dann noch ficken. Ja, muss ich halt den richtigen Moment abpassen, ne? Ja. Oder halt mit der Pistole. Ja. Einfach. Vor allem, wenn er die Pfeile aus sich rauszieht, stell dir mal vor, das sind Pfeile oder eigentlich so Kapseln, ne? Ja. Kannst du nicht hier rüber einfach. Und das ist doppelter Push. Nein. Das ist mit, da kann man doch sowieso. Komm schon, er ist so ein Top-Agent und er kann nicht durch diesen billigen Zaun, ey. Mach vorsichtig. Digga, ungelogen, ne? Naja. Ja, klar.
Dann einmal neu. So. Weil wir wollen das echt stealth machen. Okay, also in dem Busch da werde ich gesehen, das heißt, ich gehe dichter zur Kiste. Ja, oder du zielst halt von der Ecke auf seinen Kopf. Ja. Ich glaube, das war mit das Beste. This is an infiltration mission. You've got to stay out of sight. Head for the old prison. You'll find the targets there. Kannst du den irgendwie ficken? Weil ich glaube, das war doch der Boy, der nur runtergeht, oder? Ja. Dann boom sie ihn. Nochmal. Das Ganze ein bisschen schnell am besten, weil du bist ja halt an der Straße. Hier findest du Munition. Okay. Dann. Was ich jetzt erstmal mache? Was? Da sind irgendwo Steps, töte ihn, Mann. Ja, aber kann ich die jetzt nicht erst ruhig stellen und dann gleich irgendwo töten, wo es. Weiß ich nicht, wo vielleicht ich nicht glaub, unbedingt. Du kannst ihn auch einfach nur betäuben und dann ist er, glaube ich, lang genug betäubt. Von daher werf ihn einfach mal ins Haus. Ja. So, da liegst du doch schön. Die Füße gucken zwar ein bisschen raus, aber fertig. Ist egal. So, dann noch weiter. Ja, da steht wieder Gebäude am Zaun. Und dann kannst du dir am besten gleich beide parkieren. Aufstehen. Nee, muss nicht aufstehen, muss man da hoch. Achso, okay. Jetzt den am Zaun, den Boy. Wo ist der hin? Ah, da ist er. Der bewegt sich da auch nicht weg. Ja. Joch, wie macht man das denn jetzt am besten? Ich fand von außenrum halt schon an sich ganz gut. Ja, vor allem gab es doch die Versteckmöglichkeit einigermaßen. Ja, ja. Und der von drinnen muss halt irgendwie ficken, wahrscheinlich, wenn du drin bist. Ja, der von drinnen nervt auf jeden Fall richtig, wie der eben eskaliert ist, ey. Deswegen, wenn er rauskommt, hast du halt die perfekte Möglichkeit. Wie lang werden eigentlich unsere Folgen hier? Kann ich ja nicht sagen. Ich würde sagen, das machen wir später, wenn wir fertig sind, oder? Ja. Puh, runterfallen. Ja, keine Ahnung. Ja. Machen wir einfach mal so, wie es passt. 20 Minuten, schätze ich mal. Ja, mal gucken, wie viele das wird. Ich glaube, die andere Mission danach sind nämlich relativ kleine, kurze. Und naja, das Ganze ist ja ein Vorgeschmack zu Metal Gear Solid 5, was jetzt am 1.9. rauskommt. Er geht raus, glaube ich. Er geht raus. Dann kommt er jetzt an deine. Ne, dann chillt er aber da wahrscheinlich nur. Mhm. Geh mal weiter bis zur Ecke. Kannst du da nochmal auf der anderen Seite nach irgendwelchen Soldaten gucken? Als rechts so? Da so, ja, weil da ist halt die andere Straße und ich kann mir richtig gut vorstellen, dass da irgendwelche Leute sind. Da ist aber niemand. Bleib da drin. Ja, ich bleib auf jeden Fall hier. Und. Nee, aber der kommt nicht hier rum, der geht nur bis nach da vorne, glaube ich. Ja. Deswegen kommt halt anders auch echt nicht rein, ne? Ich weiß nicht, ob ich über den Turm nicht doch springen kann, einfach dann mich da runterfallen lassen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ja, schon. Deswegen, wie kommst du dann mit der Geisel raus? Von daher musst du ja irgendwie alle betäuben oder so, ne? Das ja, aber ich stell's mir halt drin halt leichter vor bei den ganzen Zelten, dass halt, wenn der da gleich wieder drin rumrennt, ihn dann. Ich bin mir gespannt, ob uns gleich das Ziel angegeben wird oder ob wir wirklich erst alle aufmachen müssen und dann per Luck den treffen. Keine Ahnung, ey. Boah. Was machen wir jetzt? Der scheint da erstmal zu chillen. Ja, und, schon. Ja. Gute Frage. Deswegen, du kannst halt auch keinen mit der Pistole geben, ne? Weil der andere das dann merkt, ne? Ich glaube schon, ja. Ich weiß nicht, inwieweit die Dunkelheit sonst hilft, aber ich glaube nicht allzu viel. Sonst versuch den mal vorm Tor mit der Pistole zu geben. Dem vorm Tor? Ja. Weil wenn du ihn abschießt, dann merkt er das ja auf jeden Fall. Mhm. Und von daher würde ich dann eher lieber den anderen bumsen wollen. Ich habe doch gar nicht geschossen. Warum? Achso, der hustet nur. Ich hab voll Angst, dass der andere sich bewegt. Was ist denn das jetzt? Das ist wahrscheinlich, wenn du nicht richtig zielen kannst. So. Warum hast du nicht geschossen? Weil ich unsicher war, warte.
Es muss halt rot sein, glaube ich, damit dafür, dass du mir direkt auf dem Kopf bist. Höher, tiefer. Nice one. Ich gebe jetzt erstmal ihm, ne? Ja. Aufpassen. So, nice. Information. Du Schultern, das Platz ist hier. Das ist gut. Okay. Danke. So, du bist ein toter Mann. Sehr schön. Ficke ihn. Werfen. Kannst du ihn runterwerfen? Gleich. Ne, ich glaube, der schläft erstmal ein Ründchen, das dauert ein bisschen sauber. Nicht, dass du gleich aus Versehen die Waffe grabst, anstatt ihn zu grabben. Wäre sehr nice. Jo. Das hast du gut hinbekommen. Überwachungskameras, das ist. Du hast. Ja, das hört niemand. Die sind alle mega weit weg. Dann bumsen ihn lieber. Und versteck ihn. Ja, ich versuch die jetzt alle mal runterzuwerfen. Warum ist da jetzt das Quadrat? Das weiß ich auch noch nicht so ganz. Denn da sind wir voll. Really? Die Schlacht am Abgrund. Ja. Logic, kannst du ihn nicht einfach da runter kicken, so, wenn du ihn kickst? Ich glaube, da ist so, like... Unsichtbare Wand? Ja. Ja, denn... Okay, jetzt ist er unten. Guck mal, wir hätten uns auch einfach hier... Boah, wie geil wäre denn das gewesen? Ja. Hätten wir uns hier unten einfach so längs gehangelt und dann den hier von vorne hier so runtergezogen. Das wäre nice. Ah, okay. Du bist so ein Idiot, das steht da sogar die ganze Welche Zeit. Welche Taste stand da? Da stand A, glaube ich, für runterlassen. Ja, A habe ich gedrückt. Ja, für runterlassen. Achso, okay. Oh, wie inkompetent kann man sein, Mann. Ja, okay. Ah. Oh. Noch nö. Ja, lass den hier. Achso, okay, da liegt was hier. Wie kann ich ihn jetzt bitte wieder absetzen? Danke. So ein Idiot, Mann. So, dann mach das aber einfach mit der Klippe gleich. Ich versuch's ja. Wobei, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der andere das dann sehr stark mitbekommt, ne? Markieren. So, wenn ich ihn da einfach runterziehe, meinst du? Ja. So, du Boy. Und wo ist der andere Boy? Keine Ahnung, mach doch, geh doch erstmal aus dem Raum weiter. Da ist er nicht. That's the old prison area. Oh Mann, ey, jetzt hätten wir das schon zweimal schaffen können, bloß wegen deiner Inkompetenz, Mann. Ja, weißt du, in jedem Spiel kletterst du mit A irgendwo hoch, springst mit A oder so und jetzt lässt du dich fallen. Das ist einfach so typisch, oder? Jetzt markieren. Jetzt geh weiter. Also, ich hab die Sneaky. Was meinst du, wie lange die schlafen? Ob ich ihm jetzt hier drin schon eine Betäubung gebe? Ja, aber ich glaube, in der Betäubung... Durch den Zorn, keine Ahnung, ich denke mal, die schlafen auf jeden Fall lang genug, wenn du beide gut zielst. Okay, ich versuche mich jetzt einfach mal ein bisschen zu beeilen, um den dann da draußen schnell wegzukriegen, bevor der andere kommt. Das wäre natürlich gut. Ja, das wäre extrem nice. Dann mach. Warte, warte, ein bisschen höher, glaube ich. Ich glaube, da ist nicht rot. Jetzt. Jetzt. Jetzt, bevor wir ziehen erstmal weg. Also nehmen wir erstmal mit. Okay, da hinten hin, ja. So. Nice one. Wir werfen da rein. Kannst ja kaum aufwecken. Back. Dann einmal ficken. Noch einmal Miss. Einmal Dingensbomens. Ja, das ist mir doch egal. Ja, aber egal, das ist für den Map ganz gut. Eben waren das viel interessantere Informationen. So, dann mach. Der Feind hat das Gebiet verlassen, der ist jetzt gerade hier rausgegangen. Ja. Ich versuch sie jetzt auch mal mit der Pistole einzugeben, ne? Ja, oder aber nee, warte doch einfach, bis er steht, weil den kannst du, brauchst du ja nicht verschwenden. Lad nochmal nach auf jeden Fall. Warte einfach, bis er da steht. Okay,
Kein Bock, dass wir das alles jetzt nochmal machen ja, müssen. Ja, ich auch nicht, du. Langsam langt's. Und ich versuche das nicht mit der Klappe. Ne, das ist, glaube ich, ein bisschen gefährlich. Dann bumse ihn. Wie die Bumsebiene. Die Bumsebiene. Ich heiße Marvin. Schon mal viele Grüße an Ricardo. Habe ich nur das Gefühl oder ändert sich das jedes Mal? Was? Weil jetzt hat er gesagt, die Waffenkammer, das Verwaltungsgebäude befindet sich hier. Weiß ich. Vielleicht meinte er hier auf dem Gelände irgendwo. Ja, wahrscheinlich. Unauffällig. Und so, ich schleppe uns auch einfach da in das Gebüsch. Ja. So, ist mir doch egal. Schon geil, wie wir das alles hier alleine regeln, als Overboss hier vor dem Herrn. Ja, Big Boss ist doch unser Codename, ne? Nee. Doch, später. Erstmal sind wir jetzt Snake. Was war da? Oh, nice. XOF. Okay, ja. Ich glaube, der war. Nee, ich glaube, der war irgendwo links. Also hier ist einer. Ja, aber das sind alle. Nee, Mann, das ist nicht. Guck mal links irgendwo. Ich glaube, der war irgendwo auf der linken Hälfte. Warum kann man hier das Schloss knacken? Ich weiß nicht, du kannst überall das Schloss knacken wahrscheinlich. Der war doch alleine, oder? Ja. Der hier vielleicht? Nee, glaub nicht, nee. Guck mal, wo ich den da ganz. Jetzt geradeaus. Ja, Alter, dein Movement ist gerade so kribbelig, ne? Ja, es ist alles ein bisschen komisch. Der ist es doch, Mann. Ja, der sieht auf jeden Fall danach aus. Den hier hin. Ja, der ist es. Ja, das ist es. Nice one. Jetzt müssen wir nur noch Pass finden, aber Pass ist doch gar nicht hier, oder? Warte mal. Nee, also wir denken ja, dass Pass hier Chico, ist. Warte kurz, ich will jetzt das finden. No, go away! Go away! Get off me! Get off! Chico, keep it down! Go away! Right over here. Hey, you gotta let me out. You let me out too. Can't let me stay here. Get off me. Get off. Ich muss mal kurz ruhig stellen. Nicht, dass wir ihn jetzt aus Versehen töten. Das war voll lustig. Ups, das war eine Sekunde zu lang. So. Befreien wir jetzt auch noch die anderen auf sozial oder? Oder uns Rain? Ich weiß nicht. Wir sind ein Soldier, ne? Ah, nein. Not here. Are you sure? Pretty sure. Is Chico able to walk? Hold on. Alter, haben die echt so ein Loch, Mann. Alter! Sieht nicht danach aus, als könnte er gehen. Ah, you'll have to carry him out there. Scheiße. Okay, Boss, change your plans. Haul Chico over to the rendezvous point. We'll get Posse's whereabouts out of him once he's calmed down. Mission info has been updated. I marked the RV on your map. Okay, now carry Chico there. Okay, komm mal kurz auf die Map. Ja, ich sag doch da außen. Wieso ist da jetzt vielleicht wieder einer? Hier? Das weiß ich nicht. Geh einfach mal raus und guck mal. Da ist keiner. Okay, da unten musst du lang. Ich glaube, jetzt sind auf der anderen. Guck mal kurz dich um. Ja, da kommt gerade einer runter. Ich glaube, du kannst dich hier unten einfach auf den loweren Bereich. Dann musst du die gar nicht so facen, weißt du? Mhm. Aber markieren ihn trotzdem mal lieber. Nicht, dass er gleich Probleme macht. Aber es sieht grafisch echt richtig geil aus, muss ich sagen. Oh ja. So, noch einer. Nice one.
Ja, geh mal hier um den. Ich hoffe nur, ich komme direkt runter, ohne dass ich. Ja, ich glaube schon. Gesehen werde. Ich glaube, der geht jetzt nämlich auch gerade in deine Richtung. Das ist jetzt echt blöd, Mann. Hoffentlich geht er oben lang. Dann kannst du nämlich unten einfach weiter. Ja, nein. Shit. Ja, warte einfach mal, was er macht. Warum bewegst du dich? Ja, weil Baum. So. Easy. Ich bin mir überlegen, ob ich Chico hier erst nochmal hinlege und erst mit die beiden machen. Nicht, so, nicht, dass wir in die Kippe oder die Dings runterwirst. Das wird nicht passieren. So, jetzt kommt er zu dir. Ja, deshalb bin ich im Überlegen. Ja, mach das lieber mal. Aber pass auf. So. Nein. Egal, da setze ich nur hin, alles cool. Der kann auch Chico sehen, ne? Deswegen. Ja, aber was soll ich machen, Digga? Warte. Nicht bewegen, ja. Er hat nur Chico gesehen. Er ruft jemanden. LT, was ist denn LT, Mann? Ich fick deine Mutter, Digga. Ja, okay. Neu starten. Schlecht gelöst. Ja, so ein bisschen. Mach. Aber wie. So, nehme ich mal mit. Okay, hätte der. Jetzt mach. Man meint, ich sollte mich ein bisschen mehr beeilen. Ja, glaube ich auch. Geh einfach mal direkt eine Ecke weiter und dann direkt runter. Ja, hier geht's hier runter. Ich glaube, du kannst dann nämlich unten einfach komplett weiter langlaufen. Geh weiter. Weiter. Du siehst mich doch. Geh weiter. Ja, aber der guckt doch noch hierher, jetzt. Weil der andere kommt in der Zeit halt auch vor und der andere steht hier gleich. Deswegen ist kritisch. Der geht jetzt da rein und dann in dem Moment, ja, wo der da drin ist, muss ich halt jetzt laufen. Weiter. So. Okay. Okay, das sieht jetzt erstmal einigermaßen aus. Okay, nice. Das sieht doch schon ziemlich safe aus. Solange da unten keiner steht, ist alles cool. Ich wüsste nicht, warum hier einer stehen sollte. Ich auch nicht, aber naja. Okay, der Boy hat gerade gesagt, Pass ist tot. Sie haben ihn getötet. Aber ich glaube nicht daran, weil die anderen haben doch auch Pass gesucht. Ich glaube, der ist ausgebrochen. Oder so. Mal gucken. Ja. Ist geil halt, weißt du halt, der. Ja. Geh doch lieber. Wow. Ich sollte ihn hier runterpacken. Chico, where is Paz? She's dead. Ah, it's recorded. She's dead. Okay, now use your iDroid to call the chopper for pickup. Ich glaube, den musst du dann aber auch auf dein Ziel setzen, naja. Drauf und jetzt. Alter, ja. Junge. Marker placed. War's das jetzt? Ich glaube schon, aber kommt er jetzt dahin oder da, wo du ihn gesetzt Marker hast? Placed. Ah, ich glaube jetzt. Ich hoffe es. Das hoffe ich jetzt mal ganz, ganz stark. Oder. Landing zone confirmed. Mal geil, Mann. Roger that chopper request. It's headed your way now. Okay. Müssen wir jetzt einfach warten? Ja, ich glaube schon. So, dann können wir nochmal auf kurz auf die Map gucken. So, was das hier ist. Achso, was war die Kassette? Ja.
Ja, das waren hier mal das ganze Bisschen oben. Die Waffenkammer. Munition, nicht tödlich. Munition. Munition. Ja, die haben wir ja da auch eingesammelt. Okay. Die anderen beiden haben sich auch wieder verpisst, die sind wieder hochgegangen. Ja. Nee, die hast du gar nicht markiert. Stimmt, die hab ich das mal gar nicht markiert. Ja. So, mal gucken, ob es das denn jetzt war oder ob wir hier noch mehr machen müssen. Ich glaube, das werden wir hoffentlich gleich erfahren. Ich glaube, das war's. Ja, ich würde sagen, dann wechseln wir trotzdem jetzt gleich mal. Können wir machen. Aber ich will auch gleich erstmal was essen. Also wenn es das jetzt mit der Mission war, dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause, okay? Jo. Dann nehmen den Boy jetzt. Steig, oder? Steig in den Chopper. Ich glaube, du musst ihn mitnehmen. Er kann ja nicht laufen, Captain Obvious. Kannst du natürlich einfach so drauf. Oder kommen da Hunde? Was? Mach drück B. Das machen wir einfach. Und das ist noch nicht vorbei. Nee. Aber. Wir machen jetzt, glaube ich, trotzdem mal eine Pause. Ja, wir machen jetzt auf jeden Fall einen kleinen Cut. Weil die Stunde um ist. Das ist sogar schon mehr. Mhm. Dank deiner Inkompetenz. Psst. So, das hören wir uns aber noch kurz an. On your feet. Okay. Pass auf, dass die da oben noch stehen, ne? Ja, ja. Chico was taken out of his cage. Did he leave the tape recording while he was being moved? Pass might be up ahead. Okay, Autos. I hear vehicles. Okay. And a flag. Da stehen die beiden, ne? Mhm. Okay, die mal. Gleich. Richtig kranker Shit an, auf jeden Fall. What the fuck? Wie so eine Wasserschleuse an. Okay. Bewegt dich auf jeden Fall nicht zu weit nach vorne. Tja, einfach. Bleibt einfach mal stehen, dann übernehme ich dann gleich da. Ja. Hier ist ein schöner Punkt. Ja. In dem Haus müsste man easy ausschalten können. Ich sah, aber wieso soll sie denn jetzt tot sein? Man hört da doch gar nichts, man wird nur. Ich weiß es nicht. Ah, jetzt kommt die Musik, die haben wir auch gehört. Ich verstehe es nicht so ganz, weil Skullface hat ja auch nach Paz gesucht. Die haben doch auch danach gesucht, nach ihr gesucht. Im Intro. Nochmal bitte. Skullface und seine Bande da, die haben doch auch nach Paz gesucht im Intro. Die haben noch Chico die Kassette gegeben. Und dann haben die doch auch Pass gesucht. Haben die ihn nicht gegeben, um zu zeigen, dass sie tot ist, war nicht denn? Ja, ja, aber danach haben sie. Bin ich ja trotzdem der Meinung gewesen, dass sie Pass gesucht haben. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall machen wir jetzt hier einen Schnitt und dann übernehme ich gleich. Genau. Haut rein, bis zur nächsten Folge und ciao. Ciao.